Hi, Paul Kramer hier von der Gang ohne Namen und wir machen uns heute auf zum Mofa-Marathon, der härteste Marathon der Welt. Wie weit ist unsere Anreise? Circa 120 Kilometer. Da wird uns ganz schön der Arsch jucken. Mehr seht ihr nach dem Intro. Ab geht's. So, wir haben hier ein paar Member bei uns im Club, die natürlich nicht so geil drauf sind und per Achse hinfahren. Ich fahre immer per Achse. Ja, weil du ja auch unser Schraubergott bist. Oder was nützt uns das, wenn du im Auto sitzt irgendwo? Ja, ich habe aber auch immer alles dabei hier. Was hast du alles dabei? Alter, du bist ja richtig... Ich habe einen kompletten Zündungssatz habe ich immer dabei. Du hast ja gepackt wie ein Türke. Hier, Öl. Du bist ein Türke. Öl, Schrauben. Alter Schwede. Dichtungssätze. Da hätte ich meinen Werkzeugkasten zu Hause lassen können. Ich kann ganz den Mofa also neu aufbauen da hinten, wenn ich will. Der fehlt jetzt, mit uns noch mit? Tobi. Ja, Tobi ist doch zu Hause. Wir wissen nicht, ob er kommt. Tobi, kommst du heute auch mit? Ja, auf jeden Fall. Super. Aber ich brauche eben eine halbe Stunde Überfahrt, ne? Ja, dann musst du ja eben... Komm aber pünktlich, wir wollen dann gleich los. Wenn du nicht da bist, fahren wir los, ne? So, ich zeige euch mal ganz kurz meine Harley. Also die Minimaxi ist ideal, um damit im Urlaub zu fahren, weil sie sehr bequem ist. Allerdings ist hinten das ganze Gewicht, also ein kleiner Huckel und die geht vorne hoch, ne? Ja, lacht nur. Ich habe hier übrigens original Schlappenhalter mit dran. Die Kiste ist voll bis oben hin mit Kamera-Equipment. Und da ist mein Helm. Ich habe auf Sachen wie Schlafsack verzichtet und Zahnbürste und sowas habe ich alles zu Hause gelassen. Ich habe nur eine Badehose mit und das muss reichen. Ab geht's. Und wer sich schon immer fragte, wie Mareikes Lindenblüte aussieht, Mareikes Lindenblüte, bisschen Schleichwerbung, jetzt zeige ich euch mal Mareike. Hi Mareike. Paul. Weißt du, ich hab wegrationalisiert und so viele Sachen weggelassen, die ich nicht mit einlade. Und jetzt kommt Presi mit dem Auto an, wo hinten die Mofas rein können. Wir fahren natürlich per Achse, aber dann hätte ich ja noch, ich hätte ja mindestens Duschzeug mitnehmen können. Ich hätte Zahnpasta mitnehmen können, das habe ich mir alles gespart jetzt. Vor allem die Krönung ist ja, wir machen eine Mofa-Tour, ne? Und dann kommen die beiden mit ihrem Bumsmobil hier an, ne? Was kostet eine Nummer bei dir, hä? 24,70. 24,70? Das habe ich aber hier schon billiger gehabt. Ja, das ist einfach mal. Hä? Assis, So, da sind die Bikes auf jeden Fall schon startbereit. Ich habe die Goldwing unter den Mofas. Und hier wird alles eingeladen in das Fahrzeug und hier sehen wir nochmal das Bumsmobil. Da geht es heute Abend richtig ab. Da werden die Euros gemacht. Bis mal, Reike! Tschüss, ihr Mongos! So, der absolute Wahnsinn, wir haben schon richtig Strecke gemacht. Wir sind hier bei der Tankstelle bei Kollmann und wie viele Kilometer haben wir jetzt geschafft? Anderthalb Kilometer ungefähr. Und natürlich müssen wir hier einmal tanken, wir müssen 1:50 tanken, ohne den läuft hier gar nichts. Wie war es bisher, die Reise, war gut? Ja, war super. Also Rückenschmerzen, aber 1,3 Kilometer haben wir schon und wir müssen noch ungefähr 500, oder? Ja. Okay. Ich soll schon mal anfangen. Braucht noch jemand Luft oder sowas? Wasser? Ja, er muss immer seine Tasche tanken. Meine ist noch halb voll, den tanke ich später erst. Kann man Schutzgeld holen. Schutzgeld. Eine Reise, was sagst du, die finanziert sich nicht von? Alleine, ne? Ja, also. Das heißt, wir brauchen mindestens noch ein bisschen Schutzgeld. Bisschen Schutzgeld. Und dafür haben wir hier unseren Markt, unseren MK-Markt, wo wir immer so ein bisschen abernten. Wie sieht's aus mit Schutzgeld? Wie? Da gibt's nichts zu lachen. Gut, dann haust du ihm die Einrichtung kaputt, ist mir scheißegal. Ja, such dir aus, wo wir anfangen. Er scheint eindeutig schwächer zu sein als ich. Eindeutig. Mach mal so. Ja, wir müssen, glaube ich, los. Ja. War schön bei dir, ne? War ja nur Spaß.
Irgendwas stimmt heute nicht. Wir sind jetzt von wie viel Kilometer gefahren? 52, das ist 10% der Strecke. 52 Kilometer und wir hatten noch keine Panne. Normalerweise, wenn wir so 8 Kilometer fahren, dann hatten wir schon 3 Pannen. Also heute läuft es extrem gut mit. Wie viele Kilometer haben wir jetzt noch bis hin, bis zur Veranstaltung? Er guckt gerade. Jetzt erstmal lecker was essen. Oh, der Arsch kribbelt und die Hände, ne? Oder? Ja. Wir haben ein Problem. Wir haben ein kleines Problem. Julian, was ist da los? Was? Platten. Platten. Wir haben zwei Verdächtige. Entweder die Töffli-Heizer, weil denen haben wir den Arm gebrochen. Oder die Frau von der Imbissbude, weil die möchte, dass wir noch ein Würstchen essen. Was denkt ihr? Wer war's? Töffli-Heizer. Töffli-Heizer, ne? Eindeutig. Die sind uns hinterher gefahren, heimlich. Ja. Und wir haben hier Reifenpumpspray. Wir machen das gar nicht reparieren. Das, die ganze Welt wird... Alter, was kreischt denn da? Oh, Schweine! Schweine! Mottentaxi nennt man das auch. Ja, die kommen gleich. Lecker, lecker aus dem Brötchen. Lecker Schnitzel. Hack am Bohnen heute oder was? Da war Hack und Met drin. So, jetzt kommst du hier mit Pumpspray oder was? Nach der Reparatur sofort ca. 10 Minuten fahren und anschließend den Reifen. Und nicht zu schnell, ne? Wir machen Pause. Julia hat, wie gesagt, seinen Platten wieder repariert. Stehst du links oder rechts? Hä? So, schön hier, wa? Ja. Dann können wir unser neues Clubhaus fahren. Ey, cool, da ist eine Rakete an der Fensterscheibe. Ja, da haben wir unsere Rakete. Da hat jemand eine Rakete dran gemalt. Siehst du, Mofa fahren und auch noch ein bisschen Lost Placen hier. Ja, schön hier, ne? Oh, kacken würde ich wohl gerne. Hier steht Go back or you die. Kein Zutritt. Hier sitzt bestimmt die Teenies. Was steht da? Keine Fotzenschildbude. Alter Schwede. Wo geht's da hoch? Alter, was für beschissene Raumaufteilung. Da ist auch eine Rakete dran. Das ist wahrscheinlich eine Erkennungsrakete. So, auf jeden Fall mega geil. Das war so ein kurzes Bonbon, was man mit dem Mofa gerne mitnimmt. Und ich würde sagen, wir fahren weiter. Wir haben noch 70 Kilometer, also ungefähr 3 Stunden. Und es ist kaum zu glauben, wir haben einen Totalschaden, könnte man sagen. Was ist es jetzt? Was ist es? Die Zündung? Die Zündkerze? Das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht, ja? Wir sind dabei, es zu lokalisieren. Und wir haben Probleme, weil wir haben einen festen Termin, an dem wir ankommen müssen, weil sonst ist der Grill nachher schon zu lange an und die Bratwurst hat nicht mehr die optimale Temperatur. Bessere Stelle zum Pfanne haben hätte man gar nicht aussuchen können. Die Pannenserie reißt dich ab. Was sagt der Schraubergott? Ja, Zündung. Die kannst du so heiß kannst du nicht anpacken, die Scheiße. Muss jemand pissen? Irgendwas ist bestimmt Dürr oder so. Kondensator oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie so heiß, die kannst du nicht anpacken. So, wir haben noch wie viele Kilometer? 7,7 Kilometer. Wir hatten noch da mal eine Panne. Wir in Bornhorst. Ich weiß auch nicht, wo wir dann hin müssen. Bornhorst. Ah, das sehen wir schon bestimmt, oder? Wir hatten die zweite Reifenpanne jetzt. Und dasselbe Mofa und denselben Reifen. Und wir haben jetzt, dank dem Pumpspray ist es wieder voll. Ja. Wir hoffen, dass wir noch die 7,7 Kilometer schaffen. Gut, dass wir einen alten Ersatzreifen mitgenommen haben. Ja gut, den Reifen haben wir noch mit. Ja. Ist so schmaler, aber ist egal. Was soll ich machen? Oh, hier, ein Rollerfahrer. Fahrerin? Ja, hat China-Plastik. Hat Pferdeschwanz, wie ich. Ja? Mhm. Geile China-Plastik. Oh, geil. Oh, nee. Ich bin... Naja, du kannst ihn anrufen, der ist nicht so weit entfernt. Ja, ich glaube, das können wir auch mal machen. Ich baue jetzt den Reifen hier nicht die letzten 7 Kilometer noch den Reifen ab. Da kannst du leider schön gemütlich. Hol, ruf mal Jan an. Wäre es nicht besser, wenn du jetzt gefahren wärst? Dann müsste ich das wieder verteilen. Ich habe das extra auf die kaputte Stelle gedreht. Also und dann rein und dann irgendwie 10 Minuten fahren. Der Reifen ist wieder platt, wir brauchen auf jeden Fall ein Servicefahrzeug. Und ich rufe jetzt eben mal einmal kurz Jan an.
Und dann. So, Mareikes Lindenblüte ist jetzt hier. Hallo Mareike. Hallo. Und wir machen hier gerade ADAC-Dienst. Oder was machen wir hier? Ja, so ADMC. War Julian nicht der Typ, der behauptet hat, dass er so durchfährt und alle, die eine Panne haben, bleiben? Julian war der Typ, der behauptet hatte, dass wir gar keinen Bulli oder so brauchen. Und jetzt, was macht er jetzt? Wir schleppen Julian ab. So. So geht's an. Und der absolute Wahnsinn, wir sind angekommen. Es ist das, hä? Und wer hat es nicht geschafft? Der Schraubergott. Mit seiner plünnen Kiste. Er hat erst gejault, dass Jan mit dem Auto fahren will. Ne? Brauchen wir nicht. Ich bin der Einzige, der nachher ankommt. Du hast gar nicht dafür kein Ventil mehr. Was machen Sie da? Jetzt aufhören, mich mal Reike zu nennen, sonst komme ich heute Nacht in dein Zelt. Oh Gott. Ich habe den QR-Code aber gescannt und da steht mal Reikes Lindenblüte. Wie kannst du dir das denn bitte schon erklären? Das ändere ich noch. Was steht denn da dann? Pauls Ende. So, guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben alle super geschlafen. Und damit unser Präsi so ein bisschen auf Touren kommt, der hat schon richtig gute Laune. Damit der auf Touren kommt, habe ich ihm die Woodies angemacht. Das ist dein Lieblingslied. Und du sollst da nicht rüberlaufen. Das ist extra abgesperrt für Traktorpulling. Da dürfen wir nicht mit den Füßen rüberlaufen, weil wir das sonst kaputt machen. Hier, und das sind ja die ganzen bequemen Heinis, die schön zu Hause geschlafen haben, im Bett. Und jetzt einen auf harten Biker machen da hinten. Prisi hat sich extra eine Mini-Maxi wieder fertig gemacht. Sehr gut, vorbildlich. Also wie gesagt, das Video ist hier zu Ende. Ne? Ja. Wieso denn gewohnt? Hä? Wieso ist das Video zu Ende? Ich fahre nach Hause. Ja, warum? Weil ich für 30 Euro nicht mal morgens einen Tee haben kann, Alter. Nee, gibt's nicht, haben Sie gestern gesagt. Ja. Kaffee. Kaffee, ja, schön. Trinke ich nicht. Scheiße, Pauli, das ist... Das ist diskriminierend, nur weil ich... Kein Kaffee trinke. Abonnieren.